Tja, Whitey, da waren es nur noch 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3. Und er hat tatsächlich noch einen Schweif bekommen. Und er hat ihn wieder verloren. Und er hat ihn wieder bekommen. Und er hat ihn echt behalten. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Glück, Alter, das ist die Whitey-Taktik. Das ist die Whitey-Taktik. Die Whitey-Taktik beruht einfach darauf, dass du Glück hast. So, weiß ich, wann das Gollum-Spiel erscheint. 2021 erscheint das Gollum-Spiel. Mehr ist leider noch nicht bekannt, wann es erscheint. Das Gollum! 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 Mein Schatz! So, neue Runde, neues Glück. Oh, da kommt der Nerd raus und dann sehe ich dich so. Ohne Scheiß, dann sehe ich dich richtig vor deinem Beamer, vor deiner Leinwand, weißt du, und dann kommt Gollum, ne, dann sehe ich ihn auch, wie er dann seinen Herr der Ringe-Ring rausholt. Dann. Ich hab wirklich den Herr der Ringe-Ring. Ich weiß, deswegen, ja, da sehe ich dich so richtig, Alter. Wenn die Hobbits kommen, dann sitzt du da mit deiner Hobbit-Weste da. Ich bin schon momentan echt, ein bisschen am Struggeln, ob ich mir jetzt die 4K Blu-Rays holen soll, die jetzt gerade ganz neu rausgekommen sind von Hobbit und Herr der Ringe. Also da bin ich echt ganz, ganz kurz davor, muss ich sagen. Ja gut, ich weiß, ich werde es mir eh irgendwann holen. Da muss ja sowieso jetzt wieder angefangen werden, das mal zu gucken, ne? Weil Weihnachten ist immer Herr der Ringe-Zeit. Das kommt zumindest dann immer im Fernsehen, das stimmt, ja. Ich habe seit 2 Jahren kein Fernsehen, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ja, ich habe meinen Fernseher hier, der jetzt hier umgebaut wurde, der hat auch keinen Antennenanschluss mehr, heißt, mit dem kann ich auch keinen Fernseher mehr schauen und im Beamer habe ich auch keinen angeschlossen, also ich habe momentan auch gar nicht die Möglichkeit, Fernsehen zu schauen. Nicht, dass ich es vermissen würde. Oh, das war knapp. So, das war jetzt eigentlich ganz ordentlich, was ich hier gerade geleistet habe, fand ich. Machen wir einfach so ordentlich weiter. Vermissen wir auch nicht, also so gar nicht, das ist... Ist ja sowieso nur Scheiße drin, sorry. Ja, nee, also ich kann da auch ganz wenig anfangen, was da so läuft. Es funktioniert genauso wie mit den Kannst du mich begrüßen Nachrichten, ja, das stimmt. So ist das auch mit den Warum letzter Stream Nachrichten. Aber ist doch gut, dann klicken die Leute das Video an. Siehst du, Drabu, das hast du viel zu wenig gemacht, sonst hättest du schon nämlich deine 500.000 Abos. Ja, ich weiß schon, ich hab viele Fehler gemacht, ich weiß schon. Ich hätte dich hier als Manager einstellen sollen, dann wäre ich... Dann ja, ich, ja, mich oder was? Mich, bei dem es noch schlechter läuft, oder was? Der noch mehr am Struggeln ist, Alter. Der die monetären Ideen hat, so war das gemeint. Alles groß schreiben, Clickbait-Titel, letzter Stream. Ich hätte gar nicht geschrieben, letzter Stream auf YouTube. Ich hätte einfach nur geschrieben, letzter Stream. Nie wieder online. Oder so, ciao, das war's. Das war's. Nee, es ist vorbei. Ja, genau, es ist vorbei. Und dann kommen alle rein. Drabu, warum hörst du auf? Und dann immer den Link zu dem Video. Guckt euch das Video an, da erkläre ich alles. Zack, bumm, 10.000 Aufrufe. Ja, ihr seht schon, von Whitey kann ich noch was lernen. Hey, ist dir übrigens, weil ich hier gerade diese Symbole hier sehe auf diesen Drehplattformen. Ach, geh weg. Mich verfolgt schon wieder so ein Streamcamper hier. Ich hoffe, der Kernel findet. Ha, er ist runtergefallen. Ah, schön. Hast du es gesehen gehabt auf dem PlayStation 4 Controller? Da ist ja so eine leichte, raue Oberfläche und das sind tatsächlich die PlayStation-Zeichen, die da eingraviert sind quasi. Richtig cool. Weißt du, du fühlst es doch unten, ist doch unten so ein bisschen rauer da, wo man ihn festhält, den Controller. Ich fühl nichts raues unten. Tut mir leid, bei mir ist... Mann, jetzt bin ich runtergefallen, Mann! Das gleich da. Ja, man sieht, das ist echt, die sind so winzig, dass man es fast nicht erkennt, aber ich hab's auf dem, jemand hat's mal vergrößert gehabt mit so einem Makro-Objektiv. Nein! Jetzt hat's mich auch runtergefallen. Das sind PlayStation-Logos? Ja, das sind kleine, also nicht PlayStation-Logos, sondern halt Kreis, Viereck und Dreieck sind da drauf. Oh, der war mutig. Aber wer mutig ist, wird manchmal auch belohnt. Oh, Gott sei Dank. Wenn du noch nicht im Ziel bist, bin ich drin. Oh, okay, du bist schon im Ziel. Alles ich sehe dich dahin, du bist runtergefallen. Ja. Nee, das kann nicht ich sein. Das ist garantiert wer anders gewesen. Wo sind denn hier die Kreislogos? Wo? Unten, einfach was rau. Also direkt, wo du deine Finger unten hast, auf der Rückseite. Das sind was ist mit dir denn nicht richtig, Alter? Solche Augen, wie siehst du das denn? Ich hab's auch nicht gesehen gehabt, mir wäre es auch nie aufgefallen. Ach, yo, jetzt sehst du. Wenn man's weiß, dann sieht man's. Ich hab's auf Twitter gesehen gehabt, da hat tatsächlich jemand gepostet gehabt. Da sind mir dann auch rausgegangen. Die sind so winzig, die Dinger, die siehst du halt echt fast nicht. Aber das ist richtig cool eigentlich. Oh, Len macht einen Racing-Stream, sehr gut. Die Formel 1 wieder am Start. Die Formel Len wieder am Start. Ist kein Mathe-Stream, auch wenn's Formeln gibt. Okay. Reifenspringer, yay! So, Whitey, Teamspiel. Können wir das schaffen? Klar, mit unserem Team bestimmt. Hey, jetzt sind wir immerhin zu zweit im Team. Es kann nicht mehr so schlimm sein wie vorhin.
So. Jetzt holen wir mal hier einen für Team Blau. Ja, endlich. Aber einer ist zu wenig. Du bist doch da gar nicht durchgesprungen, du Fisch. Man muss auch sagen, es sind echt viele Leute hier. Ah, gut, ein anderer. Ach, du bist durch. Sehr gut. Sehr gut. Whitey hat es durchgeschafft. Perfekt. So. Oh, wir führen richtig krass, Whitey. Richtig gut. Also hier, kaum bin ich wieder mit dabei, läuft's hier im Team. Dann laufen hier auch die Teamspiele. Das ist nicht mehr Vollgeist, sondern Laufgeist. Der Typ, der campt hier einfach. Der macht hier einfach gar nichts. Okay, cool. Wir haben einen im Team, der gar nichts macht und trotzdem schaffen wir es. So muss das sein. So muss das sein, ja. So, jetzt habe ich aber lange keinen mehr geholt. Wir haben wieder Zeit hier mal ein bisschen hier Blümchen machen. So. Gegen den einen Ring gefallen und dann durch den anderen durch. Sehr schön. Was? Wieso war denn das gerade in Gelber? Da war doch nicht eindeutig vorher drinne. Schiss. 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 Alles Schiss. Oh, 56, ja, wir führen. Da holen wir den Sieg. Das kann uns keiner mehr nehmen. So. Oblivion ist hier mit dabei. Sehr schön. Oh, da ist keiner von den Zwergen dabei. Oh, na, oh, nicht das Gemüse. Ich hasse es. Oh, das ist schneller geworden, das Zeug, oder? Oder war das immer schon so schnell? Nee, das war nicht so schnell. Ich meine, das ist... Oh, nicht die Banane. Und, ja. Die Dinger kenne ich mittlerweile hier, diese blöden Holzdinger. Nachdem das Ding mich einmal komplett abgeräumt hat, einmal... Ah, shit, nee, ich schaff's nicht. Bin zu weit hinten schon. Da bin ich auch raus, jo. Das war's. Blödes Gemüse. Jo, ciao. Da laufe ich auch gar nicht weiter. Oh, die hat schon aufgegeben. Ja, noch gehe ich nicht auf, ja, aber... Ja, da laufe ich nicht weiter, ey. Die sind doch schon alle da drin. Nein, das hätte nicht passieren dürfen. Ja, die sind quasi drin. Ja, das stimmt schon. Das sieht nicht gut aus. Ja, aus. Raus. Ja, blöd. Blöd. Kann ich Tipps für YouTube-Anfänger geben? Boah, das ist schwierig. Ich glaube, heute ist es ganz übel, wenn man noch anfängt, ehrlich gesagt. Dass man da überhaupt noch gefunden wird. Also wenn du da nicht, glaube ich, irgendwie jemanden kennst oder so, der irgendwas mit dir gemeinsam macht, der ein bisschen größer ist oder so, ich glaube, dann ist es ganz schwierig, wenn du heute anfängst, noch irgendwie Leute zu erreichen. Außer du machst halt jetzt, also jetzt, ich rede jetzt vom Gaming-Bereich, wenn du jetzt sagst, okay, du machst irgendwelche, keine Ahnung, Kurzfilme oder so, die aufwendig sind, die richtig gut sind, dann hast du auch noch heute eine Chance, irgendwie was zu werden, glaube ich. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, du machst hier Let's Plays oder sowas, dann ist es echt schwierig, weil da gibt's halt wirklich, da musst du schon sehr, in Anführungszeichen, besonders sein, dass du dich da irgendwie halt noch abhebst von den anderen quasi. Ja, gucken wir mal, dass wir... Oh, die Wippe ist schon mehr. Aber das ist ganz gut, dann fallen die nämlich jetzt da alle runter. Oder auch nicht. Doch, die fallen da alle runter und dann können wir nämlich hier schön da drauf. Nein, und fallen auch runter. Wo ist der Whitey? Den sehe ich gar nicht. Der ist schon wieder so weit vorne wahrscheinlich. Ich bin vorne, ja, alles gut. Whitey hat schon wieder den Skill geboot quasi. Ich habe so das Gefühl, dass die ganzen Schwitzer, die reingeschwitzt haben, die sind weg. Okay. Also du hast, ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, so jetzt mal ganz ehrlich nicht so, dass hier einer bei ist, in den Runden jetzt, der so richtig viel besser war als die anderen oder so. Okay, ja, das ist mir bei der letzten Season, also am Ende von der letzten Season so aufgefallen, dass da halt Leute dabei waren, die so krass waren, wo du dann halt echt überhaupt keine Chance mehr hast. Genau, und ich glaube, ja. Ich meine, ich bin jetzt hier immerhin auch noch 12. geworden und ich habe es wirklich lange nicht mehr gespielt. Ja, 13. Sorry, korrigiere, 13. Also ich glaube, die Leute sind alle nach Among Us rübergegangen, kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja, ist das Among Us auch schon wieder tot, Leute? Ich glaube, das lebt, glaube ich, noch. Da muss erstmal ein Nachfolger gefunden werden. Solange kein Nachfolger ist, ist es nicht tot. Ich habe Among Us nie gespielt. Ich habe es auch nie gespielt, ne. Sah auch irgendwie nicht so spannend für mich aus. Also irgendwie sowas, wo ich sage, okay, keine Ahnung. Es gibt so Spiele, wo ich sage, okay, von Anfang an, die sehe ich und sage, boah, geil. Zum Beispiel bei Fall Guys war das so, das habe ich gesehen und sagte so, wow, geil, ich verstehe den Hype. Das ist echt witzig, zusammen zu spielen mal ein paar Runden. Nicht dauerhaft, aber ein paar Runden. Der Hype war ja auch schnell weg von dem Spiel, ist ja klar. Aber trotzdem, da konnte ich es verstehen, aber Among Us ist irgendwie, verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube einfach, wenn du da mit deinen ganzen Freunden da drin spielst und so, weißt du, und wenn man sich dann da selber auf die Schliche kommen muss. Ich glaube, das macht bestimmt Bock, wenn du da richtig die richtig krassen Leute drin hast, weißt du, die sich vielleicht kennen und so. Mhm. Ich glaube, dann macht das Spaß, aber ich glaube, wenn du da so random reingehst in irgendwelche... Ja, dann sowieso nicht. Ja, dann sowieso nicht. So, jetzt geht's auf die Schweife fertig los, würde ich sagen. Fass mich doch nicht an, du Fädigen, ey. Das gehört ja zu dem Spiel aber, glaube ich, dazu, dass man sich anfasst, Leute. Ja. So, ich habe mir jetzt den hier vorgenommen. So, da hat der Ego doch einen Schweif. Da ist der Ego voll am Abschweifen. Ja, du kannst mich so viel umarmen, wie du möchtest. Ich habe deswegen trotzdem keinen. Ha, den fangen wir schön ab hier. So, jetzt geht hier das wilde Rumgeschweife geht hier los. Ja, toll, haben wir uns umarmt, aber haben wir alle beide keinen Schweif bekommen. Da war super geklappt.
Bin ich ein gefährlicher Motorradfahrer? Nee, ich bin kein Motor. Ich fahr für nix. Ich fahr für nix. Hells Angels, da bist du doch drin, Alter. Also natürlich, natürlich. Achso, ich dachte vom Fahrstil, auf sowas wäre ich gar nicht gekommen. Also, nee, bin ich nicht. Von meinen Freunden fährt leider auch kaum jemand Motorrad. Ich bin mittlerweile. Bist du nicht der die ganze Zeit in der Bild-Zeitung da ist momentan mit diesem Model da? Ja, natürlich. Ich bin der in der Bild-Zeitung mit dem Model, Entschuldigung. Ich weiß noch nicht mal. Ich weiß noch nicht mal, was das ist, aber. Oh shit, 13 Sekunden, es gab mal eine Verlängerung. Ich habe kein einziges Mal einen Schweif gehabt. Was ist denn da los gerade? Shit, wir brauchen Schweife, Whitey. Ich hab den Volk auf dem Kopf, Alter. Ist ja ein ganz wilder. Oh nein, hol den Schweif. Nein! Oh, der liegt am Boden. Ah, der ist von uns. Jetzt hab ich von unserem eigenen Typen den Schweif geklaut. Ja, gut. Egal. Hauptsache, wir haben den Schweif. Immerhin hatte ich einen zum Schluss. Oh Mann. Friendly Fire quasi angemacht hier. Oh, nicht schon wieder die Reifenlegenden. Ah, oh, nee, ey. Warum immer dieses doofe Spiel, wo ich immer verliere? Jetzt bin ich so weit gekommen hier. Ah, diesmal ist die mittelalterliche Version. Macht's aber auch nicht besser. Komm, jetzt schneller als der andere da drüben sein. Ja, easy. Ah, nice. So, erster Ring gehört mir. Oh, wieso gehe ich denn da hin? Hier gibt's doch viel mehr. Mein Gott, Alter, da ist doch bestimmt derselbe, Alter. Ja, natürlich. Warum kommt der denn schon wieder in unsere Lobby, Alter? Was ist das für ein Schmutz? Wer denn? Der mit seinem komischen Reishut, Alter. Immer noch der Reistuh-Typ. Oh, hätte die ganze Zeit aufregt. So, jetzt baue ich mir hier selber was auf. Oh. So. Nein, das ist meiner. Nein, da kommt einer von oben. Ihr wollt mich doch verarschen. Alter, der hat mich festgehalten und deswegen habe ich es nicht in den Ring reingeschafft. Ich hasse dich. Wer auch immer du bist, ich hasse dich. Ah, shit. Na gut, ich hatte eine zweite Chance und ich habe es verkackt. Bist du schon raus oder rein? Ich bin Dritter geworden. Wie schaffst du es in diesem Spiel? Achso, es ist ein Goldener, okay. Ich bin irgendwie durch den Goldenen gekommen, ich weiß nicht wie. Du machst das ja auch falsch, Alter. Du schiebst die anderen ja durch. Ich hasse dieses Spiel. Ich bin da immer zu nett. Ich helf den anderen auch noch. Ich kann nicht mit deinen Eltern reden, nee, das musst du schon selber machen. Wenn du Star Wars Battlefront spielen möchtest. Oh, Whitey. Oh. Easy. Whitey geht dahin, wo es nicht runterbricht. Oh, das sieht ja geil aus. Der Godzilla. Oh Gott, das Godzilla-Ding sieht ja mega geil aus. Du bist so fettig, Alter. Achso, das Godzilla-Ding ist ja mega cool. Also, das hätte ich auch gerne in Skin. Alter! Ah, Whitey muss ja nochmal alles geben hier. Ja, wollen wir schon Leistung sehen. Oh, das ist fies. Aber ja gut, schaffen alle. Sah fies aus, als es am Ende war. Momentan noch 4 von 12 erst ausgeschieden. Da müssen noch 8 irgendwann rausfliegen. Momentan will hier anscheinend niemand rausfliegen. Vielleicht reicht's ja, dass alle so lange drinnen bleiben, bis die Zeit abläuft. Da hat's gerade eben einen erwischt auf jeden Fall. Und hopp. Das passt eigentlich. Hü-hot, wie so ein Pferd. Whitey springt gerade wie so ein Pferd da drüber. Das ist super. Whitey ist gerade konzentriert, deswegen hört ihr gerade nichts von Whitey. Und jetzt wird's auch langsam richtig schnell. Oh, die ersten strugglen schon hier. Aber da sind hier die Profis am Werk. Die fallen nicht so leicht raus. Vor allem, das sieht auch immer so geil aus, weil die Leute eigentlich erwischt werden. Also, es sieht so aus, als würden sie erwischt werden und dabei wären sie gar nicht erwischt. Das müssen sie an den Servern irgendwie auch nochmal arbeiten, eigentlich hier. So, wer wird's hier zum Schluss machen? Wer wird am Ende noch oben stehen? Wird es das Pferd sein? Wird es der Reishut sein? Oder wird es doch der andere Kollege da drüben sein? Mit der Boxer? Der war fies. Okay, da sah es bei mir schon so aus, als hätte es den Whitey gerade erwischt. Aber das war gar nicht der Fall. Glück gehabt. Es hat wieder einen erwischt. Da waren es nur noch 3. Whitey hat es auf jeden Fall schon mal in die Top 3 geschafft. Und jetzt ist er in der Top 2. Jetzt nur noch Whitey gegen Derpy Turtle Boy. Oh, spannend. Wer wird hier zum Ende noch oben stehen? Eine unglaublich spannende Runde. Wahnsinn, was hier passiert. Diese Emotionen auch, die hier im Spiel sind. Jetzt war ich nochmal drüber gehüpft. Das Pferd weiß natürlich, wie man hüpft. Das ist ein gutes, trainiertes Pferd. Das hüpft auch nur immer so hoch, wie es muss. So, jetzt nochmal drüber gehüpft, der Whitey. Der da drüben, der weiß, was er tut. Der kennt sich aus. Der hat da schon mal gespielt, hat man das Gefühl. Da haben sich 2 gefunden hier. Können nicht einfach 2 am Ende oben stehen. Das wäre natürlich hier ein schöner... Das wäre natürlich ein schöner Kompromiss, aber es kann leider nur einen geben, der hier am Ende oben stehen wird. Ein Sieger wird es am Ende sein. Ist das schnell mittlerweile? Man kann gar nicht mehr zuschauen.
So, aber Whitey weiß, was er tut. Der macht das wirklich nicht zum ersten Mal. Ich wäre auch schon ein bisschen ausgerastet hier, so lang wie das hier läuft. Und Whitey ist unten. Nein, es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Das war nicht mehr lange. Das war keine Minute mehr. Dann wäre es zu Ende gewesen. Scheiße. Kann es echt sein, dass dann beide quasi gewinnen? Ja, ja, hatte ich schon mal gehabt. Da haben sogar schon mal drei gewonnen. Echt? Okay, krass. So, nee, er hatte mich nicht stumm geschaltet. Er hat sich nur konzentriert. Was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, wenn ich die ganze Zeit dabei rede. Ich hab dich ausgeblendet. Du hast mich ausgeblendet, okay. Also so Whitey Spezialfähigkeit, ist nicht schlecht, oder? Was denn? Dass du mich nicht zuhören kannst. Aber das hast du mich gerade eben schon wunderbar bewiesen. Beste Spezialfähigkeit. Ja, wenn ich drin bin, Alter, dann ist mir rechts und links alles scheißegal. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, ich dachte auch, dass ein Godfather-Stream kommt, aber es wird... Das war nicht der Fall. Es war zwar... Fall ist zwar auch drin in dem Stream hier, aber weder der Wasserfall, sondern noch irgendein anderer... Erster Fall oder zweiter Fall? Nein, das ist der Fall-Guy. Schauen wir mal. Jetzt auf jeden Fall hier erstmal wieder Türen einreißen. Hopp, fängt schon mal gut an hier. Direkt für den richtigen Leuten hinterhergelaufen. So, ich glaube, hier ändern wir mal rüber, bevor das Ding kommt. Rechtzeitig rüber gewesen. So, sucht euch eine schöne Tür aus. Die Tomate hat leider nicht die richtige Tür gewählt, aber das ist nicht so schlimm. Dann laufen wir eben den anderen hinterher. Man muss immer so eine gewisse Distanz hinter den Leuten haben. Gerade so, dass ein paar Leute es ausprobiert haben. Dass man dann trotzdem noch sinnvoll durchkommt. Oh, das war jetzt ganz schlecht. Das war jetzt ganz schlecht. Da habe ich gerade... gerade hier am Schluss, da darfst du solche Fehler einfach nicht machen. So, und mit Anlauf nach vorne, aber ich glaube, das wird... Vielleicht der Hammer? Nein, der Hammer hat auch nicht mehr geholfen. dieses Türenspiel ist so blöd. Wenn du da mal hinten bist, dann bist du echt komplett woanders raus. Dann bist du raus. Jetzt geht ihr echt alle darüber zu Lila, ja, ihr Fettigen. Heute stehe ich ganz alleine da. Na komm, kommt doch zurück. Alle guten Wippen kommen zurück, sind alle runtergefallen, oder? Jo. Ja, das ist immer so geil, wenn dann alle runterfallen. Hopp. Ja, reicht. Whitey ist da. Whitey ist weiter, so mag ich das. So mag ich meinen Whitey hier. Immer diese wunderbare Ohrwurm-Musik. Whitey hat ja auf jeden Fall den besten Platz gefunden. Ich möchte dich daran erinnern, dass du noch keinen Schweif hast. Ich warte mal. Du meinst, hier kommt irgendwann einer mit Schweif vorbei und den kannst du dann direkt abschweifen. Ich renne doch jetzt nicht los und muss dann eine Minute da rumschwitzen, Alter. 30 Sekunden vorher renne ich los. Entweder habe ich den dann oder nicht, so einfach. Die Whitey-Taktik. Nicht verkehrt, jetzt muss ich nur noch aufgehen. Ich mache mich da nicht wild, ey. Der wilde Whitey. Einer will da sowieso hier reinkommen. Da ist auch einer, ne? Problem gelöst. Das ist die beste Taktik. Doch, kann man nichts sagen. Funktioniert. Oh, da steht einer außerhalb der Karte mit seinem Schweif sogar. Ja, jetzt ehrlich? Ja, da stand gerade einer außerhalb der Karte. Da, siehst du? Mit seinem Schweif. Yo. Weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber das ist schon wieder hartes Glitchen hier. Weil den kann natürlich keiner den Schweif wegnehmen dann. Das ist dieser komische Typ, der auch dieses mega geile Kostüm, hat. Was für ein Cheater schon wieder? Der macht's nicht. Schau, Whitey, da waren es nur noch 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3. Und er hat tatsächlich noch einen Schweif bekommen. Und er hat ihn wieder verloren. Und er hat ihn wieder bekommen. Und er hat ihn echt behalten. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Glück, Alter, das ist die Whitey-Taktik. Das ist die Whitey-Taktik. Die Whitey-Taktik beruht einfach darauf, dass du Glück hast. Das. Ach, dieses Scheißspiel wieder. Warum? Ach, das. Oh, das Gemüsespiel ist fies. Boah. So. Scheiß Kaktus. Alles kacke, Whitey. Alles kacke. Problem gelöst. Nein, Mann, Kudo. Junge! jetzt eskaliert er Whitey. Jetzt ist er im Modus. Oh, die Erdbeere. Boah, die Erdbeere. Geh raus aus dem Scheißspiel. Die Erdbeere war's. Whitey hat geliebt. Whitey ist raus. Ja, das war hammer-obstmäßig, war das. Das war hammer-scheiße. Haben wir wohl Pech gehabt. So, überwinde die Hindernisse und renne zu... Oh, das hatten wir ja lange nicht mehr, das hier. Das ist eines von den richtigen Klassikerspielen, muss man ja sagen. Dann ist der aus Season 1 noch mit dabei. So, also einen Sieg müssen wir heute schon schaffen, Whitey, einer von uns beiden. Ich glaube, die Chancen sind bei dir höher, aber einer muss es auf jeden Fall noch schaffen von heute. Damit dein Best of all wird, ne? Klar, ich muss irgendwas am Anfang schneiden.
Ich kann diese Szene machen, wo du es fast geschafft hast. Es sieht so aus, als hättest du es geschafft bei mir. Schneid einfach rein, dass ich es geschafft habe. Ja, genau. Blende einfach mich aus, wie ich rumschreie und schneid von der anderen Szene rein, wo ich ja schreie. Soll ich einmal kurz probieren und mich freuen, dass du die dann da reinschneiden kannst? So machen wir das heute. Das ist ein super Plan. Komm, jetzt müssen wir hier aber rüber, sonst wird es fast schon wieder ein bisschen knapp hier. Ah, ne, easy. So, du bist schon im Ziel, oder? Nein, die schubsen. gemein. Was meinst du mit Mod-Keller? Verstehe ich nicht. Das heißt immer, meine Mods wären da im Keller und würden da geknechtet werden. Ich habe ja mein Gaming-Raum im Keller. Deine Man-Cave. Ja, wenn man mal sieht, wie ich das ab, wie das vorher aussah und hinterher, ist das schon eine ganz wilde Geschichte. So wie du ja auch ein ganz wilder bist. So. Die Ente verseucht uns alle. Das ist hier die Vogelgrippe, die wir hier kriegen. Die Ente. Der Auslöser aller Seuchen. Vielleicht ist er eine Fledermaus und keine Ente. Ente! Okay, Ente. Scheint eine Ente zu sein. Ey, ich war weit weg! Beschiss! Betrug! Ich war mega weit weg. Frechheit. Eine Gans! Guck mal, er ist eine Gans! Wie cool ist er denn? Bleib mal stehen, Bruder! Alter, wie cool ist der Skin denn? Alter, er ist eine Gans! Mach mich mal! Guck mal, der rennt an mir vorbei, guck mal, wie doof der ist. Ich sehe ihn leider nicht. Jetzt wird kritisch. Das wird der kritische Aal jetzt. Oh, ja, 2-1 ist nicht gut. Wir kriegen den blöden Wikinger da oben. Die Eule. Und die Eule. Klar. Wikinger und Eule. Hab ich schon vorher gesehen, ne? Ah, du hast einen süßen Rüssel. Ich weiß. Seit wann hast du denn so einen schönen Rüssel? Der war schon immer so. Der war schon immer so, alles klar. Bayern gibt's eine Spezialität, der ist blaue Zipfel. Du bist der blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus. Jetzt weiß ich, was du bist. Das Blaue ist zwar eher ein Mammut, was du... Wobei, der hat auch so... Ja, nee, passt. Es geht durch. Ich bin ein Mammut. Du bist ein behaarter Affe, Elefant. Ein behaarter Affe, Elefant ist kein Mammut, glaube ich. Also, ich habe jetzt bei Biologie auch nicht... Ich meine, das ist was anderes. Ich bin ein Mammut. Okay, du bist ein Mammut. Das ist mein automatischer Win-Mammut. Ah, das ist das Win-Mammut, okay. Wie oft musst du spielen, bis du dann auch mal winnst? Höchstens zweimal mit dem. Ah, okay. Ab wann zählst du die zweimal? Ab jetzt. Oh, okay. Challenge accepted. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.